So eine ästhetische Wahrnehmung hat ja eben sehr stark also so eine leibliche Komponente. Also das heißt, wir gehen halt weg aus einem naturwissenschaftlichen Messen und Bewerten hin zu eher einem phänomenologischen Erleben, sag ich mal, also jetzt für die praktische Pflegetätigkeit. Das heißt, wie nehme ich halt Menschen wahr und wie hilft mir das eigentlich für eine pflegerische Versorgung?